Moin moin liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Sylt TV. Der Frühling ist nun endlich bei uns auf der Insel angekommen. Joachim Lambi co-moderierte am vergangenen Mittwoch im Modehaus HB Jensen eine Fashion Show. Mein Fernbus Flixbus fährt ab sofort Sylt an. Der Autozug Sylt hat seinen Probebetrieb aufgenommen. Mit dem Summer Opening begann am Brandenburger Strand in Westerland die diesjährige Wassersportsaison. Und der Tierpark in Tinnum hat wieder geöffnet. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anschauen unserer Sendung. Eine gute Woche für Sie. Bis dahin. Tschüss. Endlich ist die wärmende Maisonne da, pünktlich zum langen Wochenende auf Sylt. Viele Gäste kamen bereits am Mittwoch an und genossen direkt draußen die milden Frühlingstemperaturen in der City oder am Strand. Am Mittwoch erwartete das Modehaus HB Jensen einen Premierengast und eine tolle Fashion-Show. Joachim Lambi, einer der Juroren bei Let's Dance, war der Co-Kommentator der Modenschau. Haben Sie schon was gesehen von der Insel? Nee, ich bin heute Morgen mit dem Flieger gekommen, direkt HB Jensen. Und nachher werde ich aber bestimmt unten die Möglichkeit haben, einmal wenigstens das Meer zu sehen. Präsentiert wurden bei der Show die Marken des Modehauses HB Jensen. Also ganz viel tolle Mode. Jetzt natürlich steht der Sommerkurs vor der Tür. Es gibt frische Farben, es gibt für Damen und Herren eine ganze Menge zu sehen. Und natürlich auch Bademoden und Dessous. Gleich dreimal wurde am Mittwoch die Fashion Show gezeigt. Trotz des guten sonnigen Wetters kamen die Zuschauer in großer Zahl ins Modehaus. Alle wollten den Lambi sehen und der moderierte locker durch die Shows. Claudia Nagel von Fashion Events und ihre Models zeigten eine tolle, dynamische Modenschau, die alle in ihren Bann zog. Das Publikum war begeistert. Luis und Suki bekamen ebenfalls mächtig viel Applaus. Die zwei Sultan-Nachwuchsmodels machten ihre Sache ganz toll. Erst kürzlich hatte das Modehaus HB Jensen den Preis Schönste Wäscheabteilung Deutschlands verliehen bekommen. Und so bildete die große Dessous-Schau auch den krönenden Abschluss der drei Fashion-Shows. Im Anschluss hatte Joachim Lambi noch viel Zeit für seine Fans bei einer Autogrammstunde. Am Donnerstagnachmittag kam der erste Mein Fernbus Flixbus am Westerländer Busbahnhof an. Seit dem 4. Mai bietet das Fernbusunternehmen auch neue Verbindungen in Schleswig-Holstein an. Mit dem Nachtbus, der nun regelmäßig ab München zu uns in den hohen Norden unterwegs ist, kamen die ersten Sylt-Gäste an.
Ich würde gerne wissen, wie war jetzt die Premierenfahrt hier hoch nach Sylt mit dem Fernbus Flixbus? Es war angenehm. War eigentlich richtig angenehm. Wenn es nicht so voll wäre heute auf dem Feiertag, das ist natürlich schlecht. Aufgrund dessen haben wir natürlich jetzt auch die Verspätung. Aber ansonsten so in allem hat es den Fahrgästen, denke ich, auch gefallen. Wir hatten gefragt. War eigentlich ganz super. Bereits ab 29 Euro geht's von München bis auf die Insel. An 5 Wochentagen wird Sylt ab sofort angefahren. Die erste Fahrt wurde von den Kunden bereits rege genutzt. Von München bis Hamburg waren es ca. 65, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Dann von Hamburg bis Flensburg sind dann gute 50 unterwegs ausgestiegen. Von Flensburg bis Nybühl waren es dann noch so 20. Und jetzt auf der Überfahrt hier von Nybühl nach Westerland waren es dann 7 Fahrgäste. Weitere Haltestationen auf Sylt sind Wenningstedt, Kampen, die Vogelkoje und List. Der grüne Fernbus-Marktführer hat damit zum Saisonbeginn mit einer der wichtigsten Urlaubsdestinationen in Schleswig-Holstein erschlossen und stellt damit eine echte Alternative zur Bahn dar. Es gibt Neuigkeiten vom Autozug Sylt. Allen Zweiflern zum Trotz, das amerikanische Bahnunternehmen RDC ist nun auf den Schienen zwischen Nibül und Westerland auf Sylt unterwegs. Am Freitag kam der erste Autozug Sylt mit seinen typischen Flachwagen vom Betriebsstandort in Kiel nach Sylt. Der Zug war insgesamt 600 Meter lang. Maximal 80 Pkw können so transportiert werden. Im Bahnhofsbereich von Westerland stehen die Flachwagen nun erst einmal bis zum Beginn der kommenden Woche. Dann beginnen die angekündigten Probe- und Testfahrten ohne PKWs. Der Regelbetrieb wird dann in einigen Wochen aufgenommen, kündigte die RDC an. Am vergangenen Mittwoch startete am Brandenburger Strand in Westerland das Summer Opening Sylt. Im Rahmen der Veranstaltung werden der Deutsche Windsurf Cup und das Kitesurf Masters ausgetragen. Mit dem Summer Opening kam auch endlich die Sonne auf die Insel. Auf der Promenade war es in den letzten Tagen richtig voll. Das Eventgelände war immer gut besucht. Die Gäste nutzten das tolle Wetter auch am Strand aus. Trotz des in den ersten Tagen schwächelnden Windes konnten am Freitag 6 Racingrennen ausgetragen werden. Insgesamt sind 43 Starter aus 4 verschiedenen Nationen am Start. Der deutsche Meister Vincent Langer aus Kiel übernahm die Führung der Veranstaltungswertung am Freitag. 3 Laufsiege verbuchte er für sich. Die weiteren Wettkämpfe folgen am Sonntag und werden zeigen, wer dann die Nase vorn hat und den Sieg einfährt. Ab Montag gehen dann die Kitesurfer aufs Wasser. Der Tierpark in Tinnum hat wieder geöffnet. Auf rund 30.000 Quadratmetern eröffnet sich dem Besucher ein toller, gepflegter Park mit vielen einheimischen und exotischen Tieren. Vor allem für Familien mit jüngeren Kindern ist ein Ausflug in die Tinnumer Wiesen ab. Fußgänger waren am Sonntag ab Mittag eindeutig schneller in Westerland unterwegs als Pkw. Die Innenstadt war aus allen Richtungen dicht, lange Staus bildeten sich, zum einen bedingt durch die heutige vermehrte Abreise der Sylturlauber nach dem langen Wochenende, aber auch durch die Baustelle auf der L24. Rund um die Autoverladestation war es am schlimmsten. All die, die heute runter von der Insel mussten, brauchten stundenlange Geduld.
Und das nächste lange Wochenende steht bereits vor der Tür, dann sieht es wohl wieder so aus auf den Westerländer Straßen.